Ausgleich. Ausgleich ist eines der Naturgesetze. Alles, was in die eine Richtung geht, geht auch wieder in die andere Richtung. Auf Tag folgt Nacht, auf Sommer folgt Winter. So gibt es immer wieder einen Ausgleich. Es gibt eine Art ausgleichende Gerechtigkeit. Wenn du jemand anderem etwas Schlimmes antust, dann wird es einen Ausgleich geben. Und umgekehrt, wenn dir etwas Schlimmes angetan wird, entweder ist ein Ausgleich für Früheres oder es wird später ausgeglichen werden. In diesem Sinn brauchst du nicht so viel nachzudenken, warum und wieso und was muss ich tun. Sei dir einfach bewusst, es gibt diesen Ausgleich. Und auch du selbst solltest dein Leben so leben, dass Ausgleich ist. Es ist gut, sich intensiv zu engagieren und es ist gut, sich zu entspannen. Es ist gut, am Tag bewusst zu Dinge zu erledigen, zu tun, zu bewirken. Und es ist gut, dann loszulassen und dann nachts zu schlafen. Es ist auch wichtig, spirituelle Praktiken zu machen. Es ist gut, ein gewisses Gleichgewicht zu finden, einen Ausgleich zu finden. Und manchmal braucht man für seine ganze berufliche Tätigkeit einen Ausgleich, zum Beispiel durch Yoga, Meditation, Tiefenentspannung und Ayurveda.